Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo mal zwischendurch. Heute mal vor einem anderen Hintergrund. Ich habe mich mal ein bisschen anders hingestellt, meine Kamera ein bisschen anders aufgebaut. Und ja, ich wollte einfach nur mal kurz ein bisschen was loswerden. Und zwar kamen in letzter Zeit relativ viele Fragen, wann welches Projekt denn wieder kommt. Und Civilization 5 Brave New World ist ja jetzt abgeschlossen, zumindest die erste Kampagne. Und jetzt stellt sich mir die Frage, was ich als nächstes bringen soll. Also dafür könnt ihr dann voten. In der Beschreibung ist ein kleiner Link zu einem Umfragetool, wo ihr dann eine Stimme abgeben könnt. Ja, zur Wahl stehen nach meiner Warte aus noch eine weitere Kampagne Civilization 5. Vielleicht diesmal mit Mods, ein bisschen schwerer auf jeden Fall, ein bisschen höherer Schwierigkeitsgrad. Europa Universalis 4 könnten wir mal ein bisschen weiter spielen, darauf hätte ich auch richtig Lust. Und Rome 2 habe ich mal hinzugefügt, da habe ich zwar nicht so extrem viel Lust momentan drauf. Das ist so ein bisschen, aber ich würde ganz gerne mal wissen, wie viele von euch zum Beispiel jetzt aktuell Rome 2 gerne sehen wollen. Ansonsten die Fragen bezüglich The Walking Dead, wann das wieder kommt. Ich hatte leider ein paar Probleme mit meiner Webcam und konnte deswegen nicht mehr die Webcam mit aufzeichnen. War ein kleines Problem, habe ich jetzt behoben, also ich habe ja wieder streamen können ein bisschen und irgendwie wollte meine Webcam dann auf einmal wieder, also die hat nur in sehr, sehr, sehr geringer Auflösung aufgenommen und das war dann einfach nicht mehr wirklich schaubar bei The Walking Dead, also das hat man im Video kaum erkannt. Und zu War Thunder ist zu sagen, da kommen in letzter Zeit wirklich extrem viele Fragen von euch. Werde ich, glaube ich, jedem Stream gefragt. Ich werde das öfter per PN gefragt und auch in den Kommentaren auf dem Kanal. War Thunder wird auf jeden Fall wieder kommen, sobald ich in der Ground Forces Beta drin bin. Ich habe mir da so ein Package gekauft, weil ich das ganz gerne für euch auch mal zeigen wollte, wie man da mit dem Panzer rumfährt und anders habe ich es leider nicht irgendwie hinbekommen. Leider habe ich noch keinen Beta-Zugang bekommen. Ich vermute mal, dass ich bis zur nächsten Invite-Welle warten muss. Wer das nicht kennt, also bei War Thunder kann man sich für 50 Euro so ein Panzerpaket kaufen und dann bekommt man quasi den Beta-Invite. Leider bekommt man den nicht sofort, sonst könnte ich schon losdüsen und mit dem Panzer über die Steppen heizen. Was ich da bisher gesehen habe, sieht ja ganz cool aus und da es nicht unter NDA steht, könnte ich dazu dann auch Videos machen. Ja, leider muss ich aktuell aber noch warten. Ich schätze mal bis zur nächsten Invite-Welle, das sagte ich ja bereits. Im Winter war die letzte, Ende Dezember, deswegen vermute ich mal, dass vielleicht jetzt Ende Januar bis Mitte Februar die nächste Invite-Welle kommt. Ich gucke schon ständig auf die Website von War Thunder und ab dem Zeitpunkt wird dann wieder regelmäßiger War Thunder kommen. Ob es jeden Tag kommt, kann ich euch nicht versprechen, aber so alle ein bis zwei Tage auf jeden Fall. Ja, das war es eigentlich soweit von dem Punkt, was ich euch sagen wollte. Und jetzt seid ihr gefragt, welches Projekt wollt ihr als nächstes gerne sehen? Und, das war mein Frühstück. Spaß beiseite. Und jetzt könnt ihr euer Votum abgeben, für welches Projekt und was ich denn als nächstes spielen soll. Und wir sehen uns dann in einem nächsten Video. Ich wünsche euch was, euer Ari. Ciao.